schon wieder keinen Titel als er. Und schon wieder keinen Titel als er. Und schon wieder keinen Titel. Und schon wieder keinen Titel. Und schon wieder keinen Titel als er. Und schon wieder keinen Titel als er. Und schon wieder keinen Titel als er. Dankeschön. Thank you.
ging es um die Pharisäer. Wir lassen uns nicht zu Tode streicheln. Wir haben ein Recht darauf, in dieser Stadt als Spitzenverein dieses Landes auch eine eigene Heimat zu haben. Herr Grinster, der Präsi. Er hat vollkommen zu Recht. Nein, das ist mir zu viel. Es ist zu viel. Ein bisschen leiser, bitte. Nein, es geht darum, und das ist einfach so, ihr glaubt immer, Präsident ist so wichtig. Natürlich hast du viele Entscheidungen auch zu tragen. Manche gelingen, manche nicht. Ich sage immer, die Erwartungshaltung ist, du musst alles richtig machen. Ich kann euch nur sagen, wenn wir mehr richtig machen als falsch, ist es, glaube ich, ganz gut. Darum stehen wir auch da. Manche Dinge haben nicht funktioniert. Aber wenn einer von euch keinen Beitrag leistet, dann kann ich machen, was ich will. Ich brauche die Mitglieder, wir brauchen die Sturmfamilie. Umso größer, umso stärker treten wir auf. Genauso mit der Bandname, ein großes Kino. Bravo Stani, bravo Jungs, bravo Romina. Das hat Spaß gemacht, gell? Andi, komm ein bisschen vor, komm ein bisschen vor. Genieß es, genieß es, genieß diesen Applaus, genieß dieses Bad in der Menge. Yeah. Andi, das Firebeast Schicker. Das ist so die Zusammenfassung des gestrigen Abends, oder? Kann man so sagen. Persönliche Sachen habe ich schon eine Kraft. Bin der Obersteirer, brauche ich nicht so viel Schlaf. Und heute geht es weiter, ich hoffe auch bei euch. Wir haben richtige Energie, die Mannschaft Energie und ich glaube, wir müssen den Titel so feiern wie noch nie an zuvor. So schaut's aus. Andi, der Präsident hat schon angesprochen, gerade vorher in seinen ersten Worten Richtung Fans. Es sind viele Bausteine, die dabei sind. Geschäftsführerschaft, Thomas Teppich ist herum, auch du, die ganze Mannschaft, das war ein Teil von vielen, oder? Der gestern und Gott sei Dank an diesen einen Tag dann auch zusammengepasst hat.
Definitiv. Ich glaube, ja, die Mannschaft kommt eh gleich auf die Bühne. Ich werde nicht allzu lang sprechen. Die ist, ja, muss auch auf die Bühne, hat sie sich verdient. Aber es gehören auch, ja, sehr viele andere Baustellen dazu. Die gesamte Geschäftsstelle, was großartige Arbeit leistet, was uns täglich unterstützt. Ich glaube, das muss man heute auch sagen. Auch die Geschäftsstelle kann feiern. Das haben wir auch gesehen gestern. Stimmt, stimmt. Also die waren teilweise länger wie die Spieler, aber ja, wir sind eine große Familie, das gehört dazu und ich glaube, heute müssen wir da länger auffeiern. So schaut's aus. Und jeden Einzelnen werden wir jetzt rauf zelebrieren. Ihr gebt Vollgas und dann wird ganz Österreich mal schauen, wie laut Graz heute wirklich ist. Wir starten mit unseren 4 Tormännern im Kader, mit unserer Rückennummer 1, neu dazugekommen im Winter. Alle gemeinsam, die 1, Arthur! Riesenapplaus an Arthur Okonkwo! Auch er natürlich, lange Jahre Teil des Vereins, viele Cup-Spiele gespielt in dieser Saison. Unsere Rückennummer 27, Jörg Siebert! Ein weiterer Publikumsliebling, gestern mit dem Pokal dann in Richtung Kurve gelaufen. Unser, ja, wir haben sogar 2 Schweizer, muss ich aufpassen, nicht Lieblingsschweizer sagt, der andere Kumpianer, Gottes Willen. Fast versprochen. Unsere Rückennummer 5, der beste Innenverteidiger wahrscheinlich der Liga, Gregory! Reggie, komm her mal. Da ist er. Reggie. In diesem Jahr Vertrag verlängert, in diesem Jahr Titel geholt. Geht's noch besser? Gibt's noch was, was vielleicht noch ganz oben steht? Wenn ich hüpfe, der ist ein Wiener. Hey! Liebe Grüße gehen raus nach Wien zum ÖFB-Nationalteamspieler gereift, ein ganz wichtiger Puzzle. Stein dieses unfassbaren Erfolgs und jetzt alle gemeinsam, der kann ruhig jetzt lauter werden. Die Rückennummer 8 des SK Puntigammer Sturm Graz. Alexander! Ja! Alexander! Ja! Alexander! Ja! Na, es geht eh. Es ist eh in Ordnung. Es geht eh, oder? Ja. Passt? Die Stimmung passt? Sehr gut. Die Rücknummer 10 des SK Sturm, Otzer! Großes Kino. Man of the Match, Cup-Held 2023 in Klagenfurt, die Rücknummer 11, Manfred! Manfred! Mann ist am Feiern! Dann steht er da, ganz schüchtern, und schaut so raus. Manfred Zakaria. Ja? Guter Zeitpunkt. Ausgesucht einmal, um zweimal einzuschenken. Es waren auch interessanterweise viele violette Herzen gestern auf unserer
Instagram-Seite. Du hast vielen einen großen Dienst getan, vor allem den Schwarz-Weißen. Riesenapplaus noch bitte, Manni. Vielleicht ganz kurz, Manni, für dich war der Beginn in das Spieljahr jetzt nicht unbedingt der, den du dir vielleicht gewünscht hättest. Dann kam die Winterpause und dann war ein anderer Manni Zakaria plötzlich da. Was war dann da? Wo war dann plötzlich dieser Manni, den wir dann in der Vorsaison schon gehabt haben, dann wieder hier, der jetzt vor allem unglaublich performt hat in den letzten Spielen? Ja, wie du gesagt hast, es war eine schwierige Phase und da habe ich mich mit selbst beschäftigt, mit mir selber und es lag einfach nur an mir selber und ich musste an mir hart arbeiten, in meinen Kopf umschalten und einfach ein Mentalitätsspieler werden. Und das ist er jetzt, Manni Zakaria, danke. Können wir uns als Mannschaft bedanken für das, was gestern da abgegangen ist. Das war überragend, die Energie, die Leidenschaft, die ihr da unten alle versprüht habt. Das war Weltklasse, wirklich Weltklasse. Für uns Spieler war ja eigentlich klar, dass wir am Feld das Spiel gewinnen. Aber was für mich persönlich und ich glaube für die Mannschaft noch entscheidender war das, was auf der Tribüne stattgefunden hat. Weil da sind wir, glaube ich, alle einer Meinung, da waren wir noch geiler als die anderen. Ganz kurz, ich möchte auch was anschimmern, weil wir ja, du weißt, ich rede auch viel gern und deswegen, nachdem wir immer sehr viel gesungen haben die letzten Stunden, hat sich, glaube ich, auch ein Lied außer kristallisiert, das wir extrem gern gesungen haben und das möchte ich jetzt ganz kurz anstimmen. Und schon wieder keinen Titel als Herr, und schon wieder keinen Titel als Herr, und schon wieder keinen Titel als Herr. Dankeschön.